Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock. Im letzten Part haben wir hier unten, warum ich nicht gleich unten angefangen habe, weiß ich nicht, haben wir hier unten mit der automatischen Produktion von Epic Bacon angefangen. Und die läuft auch schon ziemlich gut, wir sind bei 6800 Stück, sehr nice. Mir ist dann aber so in den Sinn gekommen, ich wollte ja dann mit Culinary Generators arbeiten. Und zwar wenn dann hier mindestens mit dem Tier 2, weil ich dadurch weniger Platz verbrauche. Das Problem ist, dafür brauchen wir Energy Transfer Nodes, dafür brauchen wir ein QED und so ein QED an sich, ich kann es euch ja mal zeigen. Der braucht so ein bisschen was an Enderperlen. Guten Resonant Machine Frame, das würden wir noch hinbekommen. Wobei hier auch ein Enderium Gear benötigt wird, was wieder mehr Enderperlen bedeutet. Und ich habe nicht so viele Enderperlen. Das heißt, ich muss meinen Mob-Spawner ein bisschen aufmöbeln. Und auch ein bisschen dafür sorgen, dass auch die richtigen Mobs spawnen, nämlich Endermen. Wie man schon vermuten könnte. So, ich habe da schon mal was vorbereitet, weil ich gerade den Enderman gesehen habe. Nämlich eine Soul Vial, eine Seelenfiole, mit einem Enderman drin. Ich hoffe, der hat ein bisschen Schaden genommen im Vorfeld. Ich hoffe, das passt trotzdem. Ich weiß es nicht genau. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, um das sinnvoll nutzen zu können, ist ein Soulbinder. So, das Zeug haben wir alles da. Machine Chassis habe ich meinem Autocrafting schon beigebracht, wie das funktioniert. Uns fehlen zwei Redstone Chipsets. Willst du mich verarschen? Okay. Okay. Dann nehmen wir hier mal so 30 Redstone. Gib mal her das Zeug. Und erstellen noch ein paar Redstone Chipsets. Wenn es denn sein muss. Wow, wegen zwei verdammten Redstone-Chipsets. Ich habe hier sogar noch. Egal. Hier. Mach mal ein paar davon. So. Keine Ahnung, die vollen 50. Ist mir eigentlich relativ egal. So, das war Nummer 1. Und ach, sobald wir oben sind, hat er auch Nummer 2. Und dann können wir das basteln. Okay. Also nochmal. Ein Zollbinder bitte. Dankeschön. So, das meiste kommt relativ schnell an. Aufs Maschinenchassis müssen wir ein bisschen warten. Weil. Toll. Das muss er sich halt auch erstmal zusammencraften. Okay, damit haben wir das Ding. Den bringe ich mal auch nach unten. Dann packe ich mir den hier hin. Da so? Nee. Nee, das sieht doof aus. Das würde doof aussehen, das will ich nicht. Also packe ich den hier mit dran. Da so. Okay. Und dann brauchen wir da natürlich noch ein Stück Kabel. Also, ist ja an sich kein Kabel, ist ja ein Stück. Ist ja ein Stück Rohr, wo die Energie durchfließt, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Nehmen wir einen letzten Flugstock, der sollte reichen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel Redstone Flux pro Tick das Ding verbraucht. Ha. Na egal, lassen wir den mal hier so ein bisschen stehen. 500. Okay, dann sollte ich da auch doch mit ein bisschen was anderem arbeiten. Hehe. Dann nehmen wir halt die richtigen. Dann nehmen wir die Hardened. Ja, die Hardened. Zwei Stück davon bitte, dankeschön. Okay. So, was wir dann aber auch noch brauchen, ist ein Spawner. Also ein Broken Spawner in dem Fall. Dafür brauchen wir Dark Iron Bars, dafür brauchen wir Dark Iron. Habe ich noch Dark Iron irgendwo rumfliegen? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Okay. Das heißt, wir brauchen ein wenig Eisen.
Quatsch, nicht Eisen. Wir brauchen Stahl, natürlich. Und Obsidian, geht das noch anders? Theoretisch ja. Ich glaube, ich mache das auch auf dem Weg. Also 6 Obsidian, 6 Eisen, 6 Kohle. Okay. Obsidian. Ab 6 Stück. Und dann Kohlestaub. Ich hoffe, er macht das auch mit dem. Und Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. So, zack, zack und zack. Dankeschön. Dann das, das, das. Jo, macht er. Perfekt. Okay, brauche ein bisschen dafür, aber das soll mir egal sein. Das passt schon. Okay. Und was wir dann noch benötigen. Können wir uns hier mal kurz ansehen. Denn wir wollen so einen Powered Spawner herstellen. Steht das hier schon? Nee. Ah, hier beim Lernen, ne? Ja, genau. Beim leeren Powered Spawner steht das. Combined with a broken spawner in an Anvil. Das heißt, wir brauchen auch einen Anvil. Und halt auch den Powered Spawner, wofür wir einen Z-Logic Controller mal wieder brauchen. Wow. Okay. Davon habe ich, glaube ich. Oh, und wir brauchen Vibrant Crystals. An die habe ich nicht mehr gedacht. Okay. Die werden nochmal ein bisschen assi. Aber nur ein bisschen. So, Emerald Electron Tubes, kein Problem. Vibrant Alloy habe ich, glaube ich, sogar schon. Habe ich Vibrant Alloys? Nee. Schade. Okay, der. Ja doch. Der so ein Vibrant Alloy kriegen wir woher? Energetic Alloy mit einer Enderperle. Natürlich. Was denn auch sonst? Was denn auch sonst, ne? Ihr seht, wir brauchen Enderperlen. So. Eine hier. Und Energetic Alloys müssten wir aber haben. Genau. Gut. Einer sollte reichen. Gib mal her das Ding. So. Zack und zack. Wo hast du jetzt mein... Ach so, weil das hier lang auch ausgibt, hat das wahrscheinlich in irgendeine Kiste geschmissen, das Zeug. Ah, super. Super, Mensch. Okay, Vibrant Alloy, hier, gib mal her. So. Quatsch. Quatsch, Quatsch. Okay, dann haben wir den. Daraus kriegen wir dann 9 Nuggets. 8 Stück brauchen wir. Passt also. So, Emerald Electron Tube. Ein paar Emeralds, bisschen Redstone. Kein Problem. Electrical Steel auch kein Problem. So, Enderium Nugget. Da brauchen wir... Na komm. Dafür brauchen wir ein Enderium. Und das bekommen wir zum Beispiel, indem wir Enderium Base, Pyrothium und eine Enderperle in den Alloy-Smelter schmeißen. Yay! Oh Mann. Okay. Also. Dann brauchen wir... Warum habe ich das eigentlich schon weggeklickt? Dann brauchen wir Enderium Base. Die kriegen wir ziemlich leicht. 2 Zinn, 1 Silber, 1 Shiny. Also ein Platinum. 2 Zinn, 1 Silber, komm schon Maus. Und ein Shiny. So. Ach, gut, kann ich auch gleich hier reinschmeißen. So, so, so. Dann gib mal her das Ding. Oder das Zeug, besser gesagt. So. Okay, dann 2 davon,
Ein Pyrrhothium war das, ne? Ich muss nochmal nachgucken, ich bin mir nicht 100% sicher. Genau, Pyrrhothium. Ich weiß gerade gar nicht. Habe ich das schon im Autocrafting? Ich glaube ja. Egal. So. Und zwei Enderperlen. Zwei Stück davon. Ah, vier Rest, das sollte noch reichen. Das sollte passen. Zack, zack. So, dann mach mir mal mein Enderium. Oh, das dauert. Das dauert gerade ewig. Na gut. So, in der Zeit kann ich ja schon mal. Wir brauchen Silikon, zwei Stück. Wir brauchen mein Solarium, zwei Stück. Was brauchen wir noch? Ein Redstone, ein Zombie-Head. Okay. Zombie-Head. Ah, machen wir gleich zwei. Weil mir fällt gerade ein, ich brauche noch einen Z-Logic Controller. So, dann Silicon, nochmal zwei hinterher. Und zweimal Redstone. So. Okay. Und dann die beiden bitte auch noch. Nehmen wir gleich beide. Was soll's. So, okay. Dann haben wir das. Dann brauche ich ein bisschen Emerald. So. Redstone habe ich hier unten noch. Ich hoffe, die Batterie ist noch nicht komplett ausgelutscht. Sieht nicht so aus. Okay, perfekt. Perfekt. So, Quatsch. Hier will ich hin. Hier, ja. Moment, hier will ich nicht hin. Da will ich nicht hin, hier will ich hin. Ah, die Maschinen sehen alle gleich aus. Hier habe ich auch definitiv noch genug Redstone drin, das ist schön. So, danke. Mehr brauche ich erstmal nicht. Belassen wir es dabei. Gut. Dann haben wir das. Und dann sollten wir jetzt hier mit allem, was wir da haben, zwei Vibrant Crystals hinbekommen. Sehr schön. Warum habe ich meine Z-Logic Controller noch nicht gebaut? Ich weiß es nicht. Kommen wir halt jetzt dazu. So, hier rüber. Zack, 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 zack. Einer. Und gleich schon mal den nächsten vorbereiten. So, Dankeschön. Dann wollen wir doch mal. Wenn ich mich nicht ganz irre, sollten wir jetzt alles haben, was wir brauchen. So, Z-Logic Controller. Okay. So. Ah, natürlich, Electrical Steel. Den habe ich vergessen. Das habe ich. Quatsch. Hier hin. Electrical Steel, das war. Was waren das? Steel mit Silikon. Natürlich. Was denn auch sonst, ne? Sprich. Vier davon. Und. Keine Ahnung, wo mein Silikon liegt. Hier. Vier davon. Ja, das Zeug. So. Und dann. Was? Oder war das Eisen? Oder. Ach so. Natürlich. Der Alloy-Smelter kann damit nicht arbeiten. Also einmal runter. Zum Induction-Smelter. Auch gut. Auch in Ordnung. So, du kannst damit aber arbeiten.
Geht doch, wenigstens einer. Auf den Verlass ist. So, Dankeschön. Ach ja, ich kann hier endlich mal schauen. Nimmt er erstmal. Sollte also passen. Gut. Gut, gut, gut. So, und dann. Und dann und dann. Wollen wir einmal mit unserem schönen Electrical Steel das Zeug herstellen. Und dann haben wir einen Power Spawner. So, der noch leer ist. Aber wir. Moment, wir basteln uns jetzt ja hier gleich noch. Aus unserem ganzen Dark Steel. Und wenn ich endlich mal lernen würde, wie man ordentlich damit umgeht. So. Zack, gib mal her hier, mein Dark Steel. Dankeschön. Daraus bauen wir uns jetzt einen Broken Spawner. So. Und dann brauchen wir noch einen Amboss. Den wollen wir doch direkt mal uns hier zusammencraften. Das ist jetzt das geringste Problem. Das ist ein Vanillarezept. Dankeschön. So. Okay, dann wollen wir einmal zu unserem Soulbinder gehen. Und die Seele des Enderman mit dem Spawner verbinden, indem wir 15 Level ausgeben. So. Ach ja, ich wollte hier. Ich wollte eine bessere Stromversorgung da anbringen. Da war ja was. Moment, Moment, das haben wir gleich. Liegt ja alles schon hier. Ist ja alles schon requested worden. Ich war nur dumm. Und hab's nicht gleich daran geschmissen. So. Und so. Jetzt solltest du eigentlich deine 800 Redstone Flux pro Tick bekommen. So in der Theorie. Aber er ist halt trotzdem langsam wie sonst was. Okay. Maximal 500. Ich habe hier einen 800er dran. Wo ist jetzt sein Problem? Das ist das, was ich gerade nicht ganz verstehe. Dann kriegt er so ein bisschen mehr. Ah ja. So kriegt er ein bisschen mehr. Okay, perfekt. Dann hat er jetzt definitiv alles richtig. Und hier an Zetter, ne? Das zeigt, es ist halt wirklich. Es kommt nicht auf das Dingens drauf an. Hier habe ich jetzt einfach mal drei Verbindungen. Das heißt, hier können jetzt bis zu 2400 Redstone Flux reinfließen. Und halt an jeder Verbindung bis zu 800 rausfließen. Und genau das ist der Punctus Knackus. So, wow, du brauchst echt lang. Holy shit. Wir kriegen auf jeden Fall auch unsere Soul Vial wieder zurück. Die übrigens, die hatte ich ja noch gar nicht gezeigt, auch sehr leicht herzustellen ist. Das ist einfach ein Solarium und drei Fused Quartz, die man im Alloy Smelter mit insgesamt 12 Nether Quartz oder entsprechend mit drei Quarzblöcken herstellen kann. Und, ja, dadurch, dass wir hier dem Ganzen jetzt die eine Seele verpassen, kriegt der Spawner gesagt, ich soll Enderman spawnen. Okay, mach ich. So, das ganze System werden wir hier hinten mit aufbauen. Dafür müssen wir das Gebiet natürlich noch ein bisschen vergrößern. Aber das ist jetzt das geringste Problem. Hey, na? Ihr Mistviecher? So viel Scheißzeug hier. Kommt mal alle her hier. Nein, Creeper, du wirst mir nicht explodieren.
Habe ich mal gar keinen Bock drauf. Oh, schön. Ein Enderman-Kopf. Nice. Und ich sehe eine Enderperle. Auch schön. Da ist ein bisschen schönes Zeug gedroppt. Ich muss erstmal mein Inventar wieder dumpen. Damit das ordentlich passt. So. Komm mal her hier. Okay. Oh, wow. Ja. Damit das ordentlich passt. Sieht man ja, wie das passt. Na, ich werde mal den Amboss hier hinstellen. So, dann kann ich da den Powered Spawner schon mal reinsetzen. Und ich bin nochmal zwei Inventarslots losgeworden. So, hier, weg, weg. Ey, Creeper, wehe, du explodierst und nimmst mir hier alles weg, ne? Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. So. Okay. Wir haben alles. Oh. Protection 3 Lederhose. Ich bin kein Bayer. Ich trage keine Lederhosen. Tschüss. Okay. Damit ist das weg. Der Spawner dürfte theoretisch dann auch gleich fertig sein. Und ich sehe schon, ich kann Zeug nicht einfach auf dem Anvil liegen lassen. Schade. Naja. Egal. So, ja, der ist fertig. Wir haben unseren Broken Spawner mit dem Enderman. Und wir kriegen die Soul Vial zurück, was ich auch sehr schön finde. Hier brauchen wir jetzt nochmal irgendeinen Mob drin. Ja, das heißt, eigentlich war es dumm, dass ich hier alles gekillt habe, aber die spawnen so schnell nach. Das passt schon. So, hier haben wir ein Skelett. Das schmeißen wir auch nochmal in den Soulbinder. Denn ups, auf dem Weg. Was? Was? Hast du etwa ein anderes Rezept? Moment. Powered Spawner, Farming Station, Planter, Fischer, Harvester, Quatsch. Nicht Crafting, Soulbinder. Ein Franken-Zombie. Es muss ein Zombie sein. Okay. Gut, meinetwegen. Das, was ich gelesen hatte, war halt, dass irgendein Mob ausreichend ist. Aber gut, dann muss es hier explizit ein Zombie sein. Oh, super, jetzt in dem Spawner ein Zombie finden, ne? Skelett, Skelett, Creeper, mehr Skelette, alles Skelette hier. Ich brauche euch nicht, ich brauche Zombies. Ja, auch gut. So, weg mit euch. Ein paar Erfahrungspunkte für Level kann ich noch gebrauchen. So. Okay, da war schon mal kein Zombie mit bei. Mal gucken, ob hier in meiner Netherwarzenfabrik ein Zombie rumlungert. Nö. Schade. Schade, schade. Na gut, dann nicht. Meinetwegen. Meinetwegen. Dann muss ich halt immer mal ein bisschen von meinem Mob-Spawner weg, wieder hin und gucken, ob da jetzt ein Zombie ist. Ah, ja, da höre ich doch einen. Dankeschön. Na bitte. So. Denn damit bekommen wir hier jetzt einen Franken-Zombie. Der geht auch weitaus schneller als der Broken Spawner. Was auch sehr schön ist. So. Und den. Ja. Den Franken-Zombie. Den brauchen wir dann für unseren automatischen Mob-Töter. So, erstmal. Hallo Anvil. Mal hier einen Broken Spawner und einen Powered Spawner. Oh, wahrscheinlich bräuchte ich den genau andersrum. Genau. Level 30. Oder 30 Level. Ach man, warum denn? Warum machst du sowas, Spiel? Also brauche ich noch ein paar Level. Okay.
Dann mache ich den halt jetzt noch nicht. Mano. So, kommt mal her hier. Alles, was ich töten kann, wird jetzt erstmal getötet. Einfach, weil ich Level brauche. Ah, da ist ein Enderman. Schön. Hast du eine Perle für mich? Nee, aber einen Kopf. Na, okay, immerhin. Immerhin etwas. So, was? Das hat nicht mal für ein Level abgereicht. Wow. Okay. Okay, ich merke schon. Und ich kann den Enderman-Kopf gerade nicht mitnehmen. Das finde ich doof. Sojamilch raus. Firmtofu raus. Brauche ich gerade beides nicht. So, der Zombie-Kopf ist mir egal. Da kriegen wir genug von. Aber so ein Enderman-Kopf ist halt eher selten. So. Dann hier nochmal ein Inventardump. Sehr schön. Okay, die schmeißen wir schon mal da rein. Schauen wir doch mal. Unser Killer Joe. Das ist nämlich das Ding, was ich basteln möchte. Natürlich braucht auch der Dark Steel. Ganz klar. Ganz klar. Okay. Dann nehmen wir hier jetzt aber wirklich mal drei Obsidian und drei Stahl und gehen damit zu unserem Alloy Smelter. Nicht Alloy Smelter, Induction Smelter. So. Und Pulverizer, denn das Obsidian muss natürlich erstmal pulverisiert werden. Und danach dann zu Electrical Steel, zu Dark Steel verarbeitet. Gut. Haben wir das schon mal. So, zack. Und dann, der Killer Joe, wenn ich es richtig im Kopf habe, arbeitet in einem 5x5 Raum vor ihm. Glaube ich. Ich glaube, das war so. Ja, und Nutrient Distillation. Da muss ich nochmal schauen, was ich da genau brauche. Was damit gemeint ist. Wenn es einfach Futter ist, okay, dann nutze man Epic Bacon und gut ist. Das wäre dann nicht das Problem. So. Der braucht keinen Strom, wie es aussieht. Nice. Das finde ich ja geil. Das wäre ja mal echt geil. So, auf jeden Fall will ich erstmal mein Schwert reparieren. Denn Killer Joe braucht eine Waffe. So, geht das direkt im Inventar? Das muss ich jedes Mal aufs Neue nachsehen, weil ich es mir nie merken kann. Ja, es funktioniert. Perfekt. Okay. So, weil da habe ich schon eine Glücksverzauberung drauf und das lohnt sich dann. Okay, wenn ich dann jetzt also mal den hier abnehme, hier Killer Joe hinpacke. So, Moment, nee. Da ist nichts. Okay, ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Ich glaube, das passt soweit. Dann kriegst du mal hier. Was? Der kann nicht mit Tinkerwaffen arbeiten? Ehrlich? Ah, das ist unschön. Das ist uncool. Ich wollte ihm jetzt extra schön mein Tinkerschwert geben. Na gut, dann kriegt er erstmal hier den Ender. Und Nutrient. Okay, Nutrient Distillation.
Ach so, das war halt Zeug im Watt. Okay. Okay, da konnte ich doch, glaube ich, auch. Nee, keine. Nee, kein Zombiefleisch. Schade. Okay, und was hier? Netherwurz zum Beispiel. Ja. Ja, das scheint zu passen. Okay. Blöd. Nee, das gefällt mir nicht. Das hatte ich anders geplant, sage ich mal. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war verschwendet. Das war verschwendet. So ein Kack. So ein Kack. Gut, die Nutrient Distillation, das hätte ich noch irgendwie gutheißen können. Sag ich mal, da hätten wir noch was basteln können. Aber so ist nicht. Nee. Nee, so ist mal ganz doof. Ja, wenn ich nicht mal mein schönes Schwert nutzen kann, dann bringt mir das nichts. Dann nutzen wir da einen ganz normalen Grinder. Den Mob Grinder von Draconic. Das wird noch nichts. Also nutzen wir den von Main Factory Reloaded. Da brauchen wir halt auch die Ender. Natürlich brauchen wir den entsprechend. Entsprechend repariert. Ja gut, da kümmere ich mich dann noch drum. Mann, ist doch doof. Aber ja, der Grinder generell jetzt kein großes Problem brauchen, weil so ein Fluid Conduit, das hat man glaube ich noch nicht gebastelt bisher. Wow. Das braucht sogar so ein bisschen Zeug. Okay, ja, da brauchen wir Binder Composite, dafür brauchen wir Steinstaub, Compressed Sawdust und noch mehr Electrical Steel. Okay, ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann werde ich den. Werde ich den Spawner soweit. Die Mob-Farm schon mal soweit vorbereiten. Und dann werden wir mit dem Grinder arbeiten. Ist mir egal. Ist mir jetzt egal. Mann. Manu. Okay. Dann danke ich euch aber fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.